Obwohl. 16 Jahre, Level 13. Bis ich Level 13 bin, bin ich 16. Und du musst mindestens 4 Wochen beim LSPD und FBI gearbeitet haben und mindestens noch zwei FBI? dort dabei. Gibt's nicht so was in die Grundwehrausbildung? Grundausbildung? Grundwehr? Irgend sowas? Na, wahrscheinlich nicht, sonst hätte ich das schon Federal gesagt. Bureau of Investigation. Ich gebe dir gleich Bureau of Investigation. Bureau. Burrito. Bureau. 16 Jahre, Level 11, FBI. Hey, bis ich Level 11 bin, bin ich 16. Das Irgendwie Leben ist hart. Na, dann ich werde ich mich gebaut. wahrscheinlich für Medic bewerben. Gibt's sonst noch Staatsfraktionen? Glaub nicht, oder? Doch, die Regierung. Ja, komm. Guck mal nach. Das willst du wahrscheinlich gar nicht wissen. Will ich Als auch nicht, oder? Präsident. Ich habe da 5 Minuten gewartet, Alter. Das gibt's nicht, ne? Was denn? Du kannst da alle 5 Minuten arbeiten. Bitte warte einen Moment. Jetzt darf ich wahrscheinlich wieder neue 5 Minuten warten. Fahrschule könntest du doch machen. Du bist doch so ein guter Fahrer. Ja. Besser als du. Besser als du. Viel Geduld, Level 6, 15 Jahre musst du es haben, musst mit Stress und Druck gut umgehen Das, können. Alter, das kann ich verstehen. Das ist echt so bei dem Server, ne? Wenn da einmal ein Fallerror online ist, dann sind einfach 10 Leute gleich auf einmal da. Ha. Muss mit Stress und Druck umgehen können auf einem SMP-Server. Ich würde mir Gedanken um die heutige Gesellschaft machen. Okay, das würde ich mir auch machen, wenn ich einfach wie blöd um zwei Autos rumfahre. Aber nein. Wie blöd um zwei Autos. Ich muss 5 Minuten warten, also fahre ich wie blöd um zwei Autos rum. Oh. Oh. Das wäre einmal Benzin. Du Umweltverschmutzer. Ich bekomme das Benzin gezahlt, ist doch scheißegal. Warum bekommst du das gezahlt? Weil ich im Job bin. Ich fahre mit dem Jobauto. Was hast du für einen Job? Straßenreinigung, hey! So, ich bekomme 15.300 mit einem Steuerabzug von 153 Dollar Hey, mit was einem. geht denn da ab? Die Post ist schon da. Sag mal, wie viel Uhr ist? 10:33 Uhr? Ja, normal. Mit Zinsen von 45 Dollar bei einem Prozentsatz von 0,1%. Ich habe kein Hartz-IV-Geld. Einen Kontostand von 45.240. Habe einen Respektpunkt bekommen und habe kein Bargeld. Deswegen kann ich mir kein Konto kaufen. Ich gehe jetzt irgendwo hin und frage jemanden, ob ich Geld bekomme. So, Motor, bleib laufen, ich bin gleich wieder Der Motor bleibt laufen. da. Ey. Was hast du schon wieder bestellt, damit die Post da ist? Ich habe gar nichts bestellt. Warum ist die Post dann da? Ich weiß es nicht. Warum nicht? Ich hätte mein Mikro nicht an mir festkleben sollen, das ist sehr unangenehm. Das habe ich mir gedacht. Werde ich es nicht wissen, mein Kabel, das fällt ja immer raus, wenn ich es auflade. Also dachte ich mir, okay, klebe ich das Kabel an mir fest. Es fühlt sich komisch an. Denkst du, die Polizei leiht mir 1200 Dollar? Geh mal hin. Ey, ich spiel Geld. Hey, gib mir Geld oder ich erschieß dich. Ohne Waffe und mit Level 1, wenn man gebannt wird, wenn man jemanden tötet. Auf jeden Fall. Warum wird man da gebannt? Damit keine Leute auf den Server kommen, einfach nur um Leute zu töten. Es zu Ah, typisch ist SDR, du magst den Fake-Account. I understand. Okay, was soll ich denn fragen? Frag mal am besten. Ich gehe mal in die Polizei rein, vielleicht ist da ja jemand. Wanted Ticket, ich habe kein Wanted. Okay. Rechts, dann links. Wen soll ich denn fragen? Den kann ich nicht fragen, der ist AFK. Der schlägt einen Zaun. Ach nee, der schießt auf einen Gangmitglied, mit dem lege ich mich auch nicht mehr. Obwohl, der ist Polizei, ne? Bist du tot? Nein. Ich kann nicht sterben, ich habe Neulingsschutz. Was ist passiert? Es kämpft gerade Polizei gegen drei. Jetzt nicht mehr. Gegen drei Gangmitglieder. Ha. Jetzt ist die Polizei tot. Also es war noch ein Polizist. Ich glaube, es war ein Polizist. Oh, der Jojo-Effekt. Hallo, Jojo-Effekt. Schaut mal, gibt's da nicht so einen allgemeinen Chat für alle? Nein. Warum nicht? Weil das unrealistisch ist.
Dass um 10 Uhr die Post schon da ist, das geht mit dir ab, Mann. Das ist bei mir normal. Das ist bei mir nicht normal, die ist normal so um 2 bis 3 da. Da war es ja auch um 5. Also meistens, wenn ich was erwarte, kommt so, bei mir kommt jemand so zwischen 8, 9 rum bis 15 Uhr, 16 Uhr manchmal. Ja. Wusstest du schon, dass man jetzt Parktickets braucht, um hier zu parken? Als bei der Stadthalle? Das ist richtig nervig, ich muss schon $3000 zahlen. Wie, was kostet denn ein Ticket? Muss ich gucken. Ich kann es eh nicht zahlen. Und das war dann abgerechnet nach Zeit, oder was? Ein Parkschein kostet $300. Damit haben sie die Berechtigung, für 3 Stunden ihre Fahrzeuge auf ihre Fahrzeuge mit einem Parkschein, okay, auf dem öffentlichen Gelände der Stadthalle abzustellen. Fahrzeuge, die auf öffentlichen Parkplätzen der Stadthalle ohne gültigen Parkschein abgestellt sind, erhalten ein Bußgeld in Höhe von $3000. Hinweis, wenn du dich ausloggst, erlischt die Gültigkeit von deinem Parkschein. Hier ist gerade ein Flugzeug in die Stadthalle gestürzt. Wäre es jetzt falsch, 11. September zu sagen? 11. September, Kreuz im Kalender. Sicher, dass es so anfängt? Ich glaube, das 1. September ist anders. Wie meinst du? Bei dem Lied. Das heißt doch, nee, warte. Das passt schon, glaube ich. Ich weiß nicht. Hier brennt alles. Oh, die Welt ist so schrecklich. Ich hab's. Ich stell mich jetzt in meinem Auto, für das ich natürlich keinen Fahrausweis hab. Dann warte ich, bis jemand mir eine Strafe dafür geben will, und dann sage ich, ey, ich brauche Geld, um Parkschein zu kaufen, gib mir Geld, damit ich krass kein Konto. Also ich warte jetzt. Also im Auto sitzt du? Nein, ich stehe auf meinem Auto. Auf der Heckscheibe. Die bricht bestimmt gleich ein. Also, Niklas? Was? Das nächste Gesprächsthema. Video Days. Ist das nicht das gleiche? Nein, bei den Video Days, das war so krass. Ich gehe auch mal zu Gamescom irgendwann. Vielleicht. Krass. Ich nicht. Kannst du dich mit deinen Zuschauern treffen? Ich nicht. ich finde das einfach, das lohnt sich nicht. Ich meine, du musst da früh aufstehen, was ich schon überhaupt nicht leiden kann, ja? Und ja. Dann... Und dann... ich hab's gerade verwendet, was ich sagen wollte. Das gibt's nicht, ne? Wo war ich? Du musst früh aufstehen. Genau. Und... Dann muss man stundenlang anstehen, um dann irgendwo total überfülltes hinzukommen, wo man nochmal stundenlang anstehen darf und wenn man Glück hat, sogar ein halbes Spiel anessen darf. Lohnt sich nicht. Ja. Der einzige Grund, dazu hinzugehen, ist, weil man unbedingt irgendeinen YouTuber treffen will. Sehe ich keinen Grund, das zu holen mit 20.000 anderen Leuten. Das stimmt. Und dann willst du, dann gehst du zum Autogrammstand hin und dann genau wo du drankommst, gehen, müssen sie gehen. Lass mich gerade, hast du dann irgendwann ein Video gesehen? Das war bei vielen. Das ist bestimmt hammermäßig ärgerlich geworden. Ja. Denn du musst dir vorstellen, da stehst du bestimmt auch mal 2-3 Stunden an, ne? Ja, natürlich. 4-5 stehen manche an. Ist so, Mann. Und dann haut ihr einfach ab. Oh, da ist die Polizei. Oder es ist passiert, willkommen, dass ein Bodyguard jemanden weggeschubst hat, und nee, dann... Das kann nicht die Polizei. Obwohl, das könnte zivil sein. Nee, es ist auch schon passiert, dass ein Bodyguard den jemanden weggeschubst hat. Mhm. Und dann musste er sich wieder hinten anstellen, dann war er weg. Oh, das war wirklich ärgerlich. Da würde ich auch ausrasten. Oh nein, haben wir schon gleich alle Angst. Das muss so... Ich finde das sowieso unnötig, ganz ehrlich, es ist doch einfach unnötig. Du kannst auch denen eine Postkarte schicken. Zum Beispiel. Zurück mit einem flankierten Brief, dann bekommst du auch ein Auto genommen. Ja, nach 2 Jahren. Was denkst du, wie viel Post Gronkh und so täglich bekommen? Ja, was hat Gronkh eigentlich an Abos im Moment? Weiß nicht, 2-3 Millionen? Ja, irgendwie so nett. Ich mag nicht wissen, was der verdient. Viel. Also es wurde ja mal ausgerechnet, dass PewDiePie mit seinen puren Klicks
Also nur die Klicks würde er 350.000 insgesamt verdient haben. Allerdings muss er da auch denken, Livestreams und dann noch irgendwelches extra.